Ja, hi und herzlich willkommen nochmal zur Crashkurs-Wiederholung. Ja, und herzlich willkommen zur kurzen Wiederholung rund ums Thema Excel. Ton ist heute ein bisschen semi, aber wir kommen durch. Also, das ist so eine Tabelle, die ihr bekommt, und das sind entsprechend die Aufgaben, die kennt ihr ja schon. Und ja, im Endeffekt läuft das Ganze dann natürlich so ab, dass ihr jetzt erstmal schaut, um was es geht. Abteilungen, verschiedene Sachen sind gegeben, Zahlen sind gegeben, und die erste Aufgabe ist, dass wir eben entsprechend schauen sollen, dass wir die Werte in Euro eingeben sollen. So, jetzt suche ich mir das aus, Mitarbeiter nicht, Kosten und Gewinn pro Stück sind die Sachen, die man in Euro angeben kann, markieren und dann eben hier auf diesen Euro-Button gehen. Das war's dann schon. Nächste Aufgabe ist, berechne die Summe der Gesamtkosten. Summe heißt, ich addiere etwas zusammen, ist gleich, damit geht es immer los. Summe, Doppelklick, dann nehme ich die erste Zahl, die ich haben möchte, und ziehe das dann sozusagen nach unten bis zur letzten Zahl. Klammer zu, fertig. Nächste Aufgabe. Wie hoch sind die Kosten pro Stück in der Abteilung Einkauf? Kosten pro Stück, das heißt, ich habe 300 Euro und 123 Stück, also muss ich 300 durch 123 rechnen. Wieder mit ist gleich. Dann wähle ich sozusagen das aus. Dieses Backslash heißt geteilt durch und dann 123. Fertig. Erstelle eine Spalte Gewinn, berechne diesen für Einkauf und ziehe die Spalte dann nach unten. Neue Spalte auswählen, Gewinn. Und jetzt muss ich den Gewinn ausrechnen. Den rechne ich aus, indem ich wieder mit ist gleich beginne. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt schaue ich mir sozusagen die Sachen an. Habe hier die Kategorie Gewinn pro Stück. Und die Stückzahl. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen rechnen, 2 Euro, also ich wähle das an, einfach anwählen, mal 123 und habe in dem Fall dann den Gewinn errechnet. Jetzt muss ich das Ganze nur noch nach unten ziehen und habe sozusagen pro Abteilung den Gewinn berechnet. Also wirklich ganz spielerisch einfach auswählen. Mit ist gleich und schon bin ich fertig. Nächste Aufgabe: Erstelle einen geeigneten Rahmen für die Tabelle. Was muss ich machen? Ich markiere mir die komplette Tabelle, um die es geht. Gehe dann entsprechenderweise auf, und nochmal, so, gehe auf Einfügen. Ah, Quatsch, das wäre bei Diagramm. Wir markieren die Tabelle, gehen auf Rechtsklick, Zellen formatieren. Rahmen und kann mir jetzt sozusagen was Passendes aussuchen. Ich empfehle dann immer halt außen, innen ist dann sozusagen das komplette Paket. Könnte mir jetzt noch eine Farbe aussuchen, meinetwegen. Nehmen wir so ein Rot, warum nicht? Fertig. Wie groß sind die Kosten im Durchschnitt? Das heißt, im Durchschnitt heißt bei Excel Mittelwert, also der kennt Durchschnitt nicht. Das heißt, wir nehmen rechts ist gleich Mittelwert, wählen dann halt jetzt eben entsprechend wie bei der Summe das aus. Erste bis letzte. Mal schnell nach unten scrollen. Zack, fertig. Nächstes ist fertig. Die siebte Aufgabe. Gib die maximalste und minimalste Anzahl der Mitarbeiter an. Also in dem Fall könnte ich das jetzt hier ablesen. Minimum ist 3, Maximum ist 123. Also ja. Ansonsten die professionellere Variante mit größeren Zahlen ist dann natürlich, dass ich jetzt sage, recht wieder ist gleich. Minimal, min und such die Sachen entsprechend raus. Also wie bei Summe und bei Kosten. Und jetzt müsste es ja theoretisch 3 angeben. Ja, perfekt. Ja, und das Ganze bei Maximum kann ich jetzt auch hier zum Beispiel innerhalb der Zeile oben ändern. Maximum zeigt es dann 123 an.
Nächste, berechne 10% der Kosten aus der Abteilung Personal. Abteilung Personal ist das hier und davon 10%. Ich könnte jetzt rechnen durch 10, ist auf jeden Fall eine Option, oder ich sage halt 0,1 mal und jetzt nehme ich Abteilung Personal und davon die Kosten und klicke das wieder an. Also mit mal dann, ne? Der Strich heißt, der Strich sage ich schon, das Sternchen heißt ja mal. Gut, und jetzt noch letzte Runde. Erstelle ein geeignetes Diagramm, in dem die Abteilung und die Anzahl der Mitarbeiter angegeben ist. So, das heißt, ich muss die Abteilung markieren und die Anzahl an Mitarbeiter, also sozusagen die erste und zweite Spalte, einfügen. Und jetzt kann ich mir ein Diagramm aussuchen, was ein bisschen hübsch aussieht. Wie gesagt, man kann auch verschiedene wählen. Alle Diagramme, da kann ich auch sagen, ich nehme jetzt hier ein Kreisdiagramm, noch ein bisschen pfiffiger, nehme ich so ein 3D-Kreisdiagramm, kann man alles machen. Oder halt ein normales Kreisdiagramm. Klicke ich auf OK und kann das hier, wenn ich das möchte, hier oben noch, seht ihr ja verschiedene Vorlagen, kann das noch ein bisschen aufhübschen. Ja, in dem Fall sieht es jetzt nicht so toll aus, aber ja. Entsprechend noch eine Überschrift festlegen. Den Kreis hier könnt ihr theoretisch auch noch größer ziehen. Aber es geht ja ums Prinzip. Ne? Man kann auch zum Beispiel jetzt das nochmal anwählen und sagen, ich möchte jetzt kein Kreisdiagramm, sondern ich möchte ein Säulendiagramm. Ist auch okay. Also gibt es wirklich verschiedene Optionen. Genau, und das war im Endeffekt schon der Crashkurs für Excel.